die Entwicklung wird wahnsinnig spannend. Absolut. Cool. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich als Label-Owner Tracks von meinem Label auf Spotify pitchen? Grundsätzlich auf jeden Fall ja. Und das ist auch die große Empfehlung. Rein technisch betrachtet ist der erste Schritt, den man labelseitig dann gehen müsste, für das Label ein Spotify for Artist Labelzugang machen zu lassen oder den eben anzufragen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht Spotify for Labels heißt, aber bitte Spotify for Artists Labelzugang. Wie bekommt man den? Man braucht eine Mindestmenge an Releases auf dem Label. Achtung, nicht veröffentlicht, nur ausgeliefert. Mhm. Ich glaube, das sind 3, ist das richtig? Richtig, ja. Und dafür braucht man eben die URIs. Die könnt ihr bei eurem Vertrieb anfragen, die könnt ihr bei uns anfragen. Ja. Und dann gibt es auch hier natürlich ein Formular, wo man diesen Zugriff anfragen kann. Und dann hat man praktisch, wie die ganz normale Spotify for Artist-Maske, die ihr von eurem Artist-Profil kennt, nur habt ihr eben das ganze Artist-Roster von euch mit drin, könnt dann da pitchen, könnt dann da Bilder austauschen, falls ihr das machen möchtet. Es gibt ja Labels, die da gerne auch aktiv mitwirken, ja, auf den Artist-Profilen. Und da habt ihr dann alle Möglichkeiten und könnt dann auch jedes Release vorab pitchen. Ob man lieber mit dem Artist-Profil pitcht oder dem Label-Profil pitcht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber so geht's. Ja, absolut. Das ist auch so eine der Hauptfragen, die wir immer wieder gestellt bekommen. Sollte der Vertrieb pitchen, das Label oder der Artist? Mhm. Was ist da empfohlen? Was wir immer auch von DSP-Seite mitbekommen, ist natürlich, je persönlicher ein Pitch auch geschrieben ist. Und ja, was ist persönlicher als der Artist, der selbst diesen Pitch ausfüllt? Genau, nichts. Ja. Also deswegen auch an der Stelle an alle Artists da draußen, ich kann es euch nur empfehlen, den Artist-Pitch immer selbst auszufüllen. Ich weiß, es gibt auch immer wieder die Diskussion, ja, lohnt sich das überhaupt, das auszufüllen? Mhm. Weil gerade in der Frage zuvor hatten wir es ja behandelt, mit dem wachsenden Volumen tue ich mich ja auch immer schwerer, da herauszustechen und vielleicht gefunden zu werden von Spotify. Aber wenn ihr de facto diesen Pitch nicht abschickt, dann habt ihr gar keine Möglichkeit, dann herauszustehen. Dann ist halt einfach die Chance bei null, richtig? Genau. Genau. Also man muss sich diese Chance schon auch selbst bewahren. Deshalb, man kann es nicht anders sagen, macht definitiv eure Pitches. Und auch die, schau mal, ich verstehe, wenn man es manchmal für zwecklos hält, wenn dann diese Zahlen durch die Gegend schwirren, jeden Freitag kommen 130.000 Songs auf Spotify und so. Aber es kann tatsächlich passieren. Wir haben hier ein Beispiel gerade, unser Social-Media-Mann, der Marvin, der hat seinen Spotify for Artist-Pitch ausgefüllt und ist dann auf der Emotional Dance-Playlist gelandet. War witzigerweise, glaube ich, auch die Playlist, die du angegeben hattest in deinem Pitch, richtig? Ja, genau. Also ich habe in meinem Pitch, ich glaube, 5 oder 6 Playlisten reingeschrieben, die passen könnten. Und Emotional Dance, wo es am Ende gelandet war, war die allererste, die ich genannt habe. Na also. Ja. So, und wie gesagt, wenn man den Pitch halt nicht ausfüllt, dann nimmt man sich die Chance komplett. Absolut. Und deshalb pitcht eure Musik. Definitiv. Und vielleicht an der Stelle auch dazu gesagt, auch das kriegen wir immer wieder um die Ohren geschlagen. So von wegen, ja, ich muss doch mindestens 10.000 monatliche Hörer haben. Nein, also Marvin hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, irgendwie 60 ja, oder 600, so ich weiß nicht. Mittlerweile, also zu Hochzeiten waren es, glaube ich, 6.000 monatliche Hörer dann nach der Platzierung. Und jetzt ist es immer noch auf jeden Fall mehrere Tausend da. Aber vor der Platzierung war es ja trotzdem auf einem Level, wo wir ja auch gesagt haben, hey, auch für einen Prio-Pitch ist es vermutlich eher schwierig, weil dieses Grundrauschen einfach noch ein bisschen gefehlt hat. Aber auch selbst da hat es dann dazu geführt, dass du in der Playlist gelandet bist. Also, finde ich so schön, ehrlich. Ja, und Fun Fact, eine Woche nach Release. Ah, ja. Also, ist nicht alles verloren, nur wenn es am Tag nicht passiert. Stimmt, vielleicht um auf dem Funfact noch so ein bisschen rumzureiten. Ja. Das ist auch ein Motiv, das immer wieder mal vorkommt. In manchen Genres stärker, in manchen Genres weniger stark. Aber es gibt Genres, da kommen die Editorial Features 4 Wochen nach Release. Das ist nicht ungewöhnlich. Und dann gibt es aber natürlich auch Genres, da sollte es am Release Day passieren. Klar ist es danach nicht weiterhin ausgeschlossen, aber da sinkt die Wahrscheinlichkeit dann irgendwie. Aber wie gesagt, egal wer es macht, pitchen ist Pflicht.
Ja, definitiv. Also das zähle ich auch zu den absoluten Hausaufgaben von jedem Artist oder Label, weil es einfach dir sonst die Chance raubt, überhaupt platziert zu werden. So. Wir können natürlich von Vertriebsseite immer den Prio-Pitch auch ausfüllen, aber auch da baut der in der Regel ja auch auf dem Spotify for Artists Pitch auf. Ja. Und dementsprechend empfehlen wir das definitiv. Es muss halt einfach im System bei Spotify sein. Wenn man nicht pitcht, ist man kaum sichtbar im System, selbst wenn jemand danach suchen würde. Jetzt lass mal eine Nummer auf TikTok funktionieren, ganz spontan. Und du hast vorher nicht so richtig dran geglaubt, hast dein Spotify für Artist Pitch nicht ausgefüllt. Jemand bei Spotify in Berlin sieht dieses Video auf TikTok, sieht Out Now in 2 Wochen. Ja. Guckt im System bei Spotify, wo ist der Spotify für Artist Pitch? Ich will es sehen, findet es nicht. Man nimmt sich einfach die Chance und deshalb einfach machen.